Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Das hier ist mein erstes Video 2023 und deswegen möchte ich euch noch von ganzem Herzen ein gesundes, glückliches, friedliches und natürlich auch kreatives neues Jahr wünschen. Schön, dass ihr meine Videos schaut und dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, mit euch zu basteln. Ich habe heute für euch eine ganz, ganz tolle Kartenidee, eine besondere Kartenform. Diese Karte ist super geeignet, wenn ihr einen Gutschein verschenken wollt oder Geld. Ich glaube, als Geldgeschenk ist sie ganz speziell geeignet. Und ich zeige euch jetzt mal, wie es zu dieser Kartenidee gekommen ist. Denn meine Grundidee war, eine Tasche zu machen, eine Klatsch, also eine Tasche, die man nicht unbedingt mit Henkeln verwenden muss. Aber meistens haben die natürlich noch so einen Henkel drin, deswegen habe ich hier natürlich auch einen Henkel hingemacht. Ein bisschen lustig ist vielleicht das Logo, das hat damit zu tun, die Person, die diese Tasche bekommt, hat eine Firma und die hat diese Buchstaben als erste Buchstaben von ihrem Leitsatz sozusagen. Deswegen ist das so ein bisschen abgewandelt von dieser berühmten Taschenmarke, die vielleicht der ein oder andere kennt. Die haben das auch so als Logo und das fand ich ganz witzig, dass ich eben diese drei Buchstaben da ganz gut einbauen kann. Die Gründe, die dazu ist, dass das ein Gruppengeschenk wird und wir Geld verschenken wollen, eigentlich um ein Fahrrad zu sponsern oder mitzubezahlen. Deswegen meine Grundgedanken waren eben auch mit Fahrrad und es hat sich dann irgendwie anders damit entwickelt, weil das einfach eine ganz schicke Frau ist, die das bekommt und da dachte ich, so eine schöne Tasche wäre vielleicht auch eine gute Idee. Also hauptsächlich eben als Geldgeschenk und natürlich Platz für Unterschriften musste auch sein. Okay, und das Besondere ist eben, wenn man die Tasche jetzt aufmacht, dann öffnet sich hier innen ein kleiner Mechanismus und zieht hier Geld nach oben. Also man könnte jetzt einfach hier das Geld reinnehmen. Ich mache es jetzt mal langsam und ihr seht es schon hier so ein bisschen. Das zieht sich dann hier so nach oben. Das ist ziemlich cool, finde ich, und da kann man ein paar Scheinchen unterkriegen. Kann man natürlich auch als Babykarte gestalten und dann Gutschein unterbringen zum Beispiel. Bei dieser Karte habe ich es jetzt so gemacht, dass man hier unten auch noch Geld reinmachen könnte oder eben auch nochmal eine Grußkarte, wo man was draufschreibt, schöne liebe Grüße oder so. Ist halt so ein bisschen wie ein Geldbeutel auch aufgemacht oder eben wie eine coole Tasche mit verschiedenen Fächern. Fand ich da sehr, sehr witzig. Und auf der Rückseite hat man hier noch so ein kleines Label, da habe ich jetzt herzlichen Glückwunsch und wünsch dir was drauf gestempelt und eine Karte, die man rausziehen kann. Die könnte ich jetzt hinten auch noch bestempeln, dass da wirklich viele Unterschriften Platz haben für alle, die mitmachen wollen bei diesem Geschenk. Einfach mit so einem Einschub. Zur Not könnte man noch einen zweiten dahinter bauen oder auch hier nochmal Geld reinmachen. Also da seid ihr total flexibel. Genau, also das ist die Grundidee dazu, zu dieser Karte. Und ich habe da natürlich ein bisschen experimentiert und habe mal da verschiedene, das war diese erste Idee, war eben mit der Fahrradkarte und so, habe da verschiedene Sachen gebaut und da sind mir ziemlich viele Ideen gekommen und die habe ich jetzt noch so ein bisschen verwirklicht und wollte euch die auch schön zeigen. Die Karte, die wir heute gestalten, ist eine Babykarte. Die finde ich total süß und wunderschön und tatsächlich könntet ihr die auch machen ohne Stanzmaschine. Also die Karte wäre geeignet auch für jemanden, der jetzt eine kleinere Bastelausrüstung hat und keine Stanzmaschine hat. Mit ein paar kleinen Veränderungen, zum Beispiel mit einem anderen Etikett hier im Hintergrund einfach eine Stanze nehmen, die etwas größer ist. Dann könnte man das auch super ohne Stanzmaschine machen. Auch dieses Stempelset mit dem Bär ist nicht unbedingt erforderlich, das habe ich zum Beispiel auch nicht. Sage ich aber im Video noch ein bisschen mehr dazu. Genau, und wenn man das jetzt aufmacht, ist es auch so, hier öffnet sich so ein Fach, wo man eben wieder Geld einpacken kann. Oder eben auch natürlich eine Grußkarte oder für Babys einen Gutschein oder so. Das ist natürlich auch super. Verschlossen ist das Ganze so wie die Tasche mit einem Magneten. Die sieht man hier auch. Finde ich gar nicht schlimm. Ich fand das jetzt irgendwie ganz süß so. Und wenn man den verstecken wollen würde, würde ich dann nochmal ein Designerpapier drüber kleben. Weil man hier natürlich schon aufpassen muss, dass dieses Papier innen noch schön durchfließen kann. Also, aber mich stört er jetzt nicht. Ich würde es so lassen. Und die Rückseite ist einfach schön dekoriert mit dem Designerpapier, mit nochmal so einer schönen schrägen Kante und einem kleinen Schleifenband. Also einfach schön bunt und süß gemacht. Ich finde diese Karte total süß. Genau. Also das war diese Variante, die ich mir dann gedacht habe. Man könnte es natürlich in diesem Querformat machen. Aber man kann die Karte natürlich auch als Hochformatkarte machen. Da habe ich dann diese Karte gemacht. Das ist jetzt eine Karte, wo man vielleicht Geld verschenken kann als Dankeschön. Also hier vorne ist auch drauf gestempelt, Dankeschön.
Von den Farben ist sie neutral gehalten, das heißt, das könnte ich jetzt für Mann oder Frau verwenden oder auch mal für einen Handwerker oder so, wenn man mal schnell noch irgendwie Trinkgeld geben will oder so, dass man das schön verpackt. Ich habe hier ein bisschen ein paar kleine Besonderheiten reingebaut. Ich würde euch das jetzt ein bisschen erzählen und könnt euch jetzt aber auch mal die Zeit einblenden, wann die Anleitung wirklich losgeht, weil es sind so ein paar Tricks und Tipps dabei, auch bei der anderen Karte, die, wenn ihr die Karte so nachbasteln wollt, die ihr vielleicht wissen solltet. Und das würde ich jetzt gleich machen, damit ihr da ein bisschen so ja, den einen oder anderen Tipp habt. Also ihr könntet die Karte eben wie jetzt hier in dem Fall mit einer Schleife verschließen. Die kann ich jetzt ganz normal aufmachen oder ich schiebe sie jetzt so zur Seite, um die Karte zu öffnen. Die hat jetzt eben keinen Magnetverschluss. Und hier kommt dieses geheime Fach an der Seite raus. Ich muss mir immer den gleichen Geldschein schnappen. Und ihr seht auch hier, das bleibt auch da stecken. Also das fällt jetzt auch nicht raus, wenn man da Geld reintut. Und das ist halt schon ein cooler Mechanismus, wenn man das aufmacht, dass sich das hier so rauszieht, fand ich. Fand das sehr toll. Und hier arbeitet so ein bisschen das Papier für sich. Also ich wollte hier nicht so viel Deko machen und habe mir gedacht, trotzdem so ein paar kleine witzige Feinheiten habe ich eingebaut. Ich habe zum Beispiel jetzt das so gemacht, dass ich die Papiere nicht am Stück aufgeklebt habe, sondern hier so einen kleinen Schnitt reingemacht habe und so kleine Durchblitzler auf die Grundkarte sozusagen reingemacht habe. Das habe ich hinten auch gemacht im anderen Format. Habe auch das Papier immer umgedreht, dass man noch so ein bisschen Abwechslung hat. Mal hier ist wirklich keine Deko drauf, außer der Spruch. Sonst macht das alles das Papier und deswegen ist es eben auch ein bisschen neutraler. Und genau. Also das wäre so die Karte im Hochformat. Und was ich hier noch gemacht habe und was ich euch als kleinen Tipp an die Hand geben wollte, ist, dass ich dieses schön, Dankeschön schreibe. Also normalerweise macht man das ein bisschen anders mit dem Stempelset. Das hole ich mal eben. Das ist das Stempelset Große Wünsche. Hätte diese Bestellnummer, falls ihr die braucht. Und da gibt es eben kein Schön, sondern also nur Schönen. Und das Danke dazu und Schönen. Und wenn ihr das so macht, dass ihr euch das auf einen Stempelblock nehmt. Wo ist es hier? Das ist ein bisschen zu klein, aber für mein Beispiel zeige ich euch das. Das passt schon so. Und dann habe ich mir einfach so einen kleinen Post-it darüber geklebt, über das E und über das M, N. Also ich habe zwei drüber geklebt, ich mache jetzt zum Beispiel nur einen. Und damit ich das in zwei Farben habe, habe ich so gemacht, also ihr seht das hier in zwei Farben aufgestempelt, habe ich den oberen Bereich in das grünere, in diesem Fall was Apfelgrün und Celadon von den Farben, einfach nur den oberen Bereich des Stempels eingetaucht in das Stempelkissen, bis zu diesem Bereich, ins Grüne sozusagen. Und den unteren Bereich habe ich dann in Celadon getaucht. Und dann, ich habe es auf der Stempelmatte gemacht, da kam der Abdruck ein bisschen schöner raus, einfach in zwei Farben aufgestempelt. Das fand ich ganz witzig zum passenden Papier und so. Und dachte ich, das zeige ich euch oder sage ich euch als kleinen Tipp. Und eben diese Abstände, mal was anderes. Kann man ja hier und da mal wieder gebrauchen, dass man eine neue Idee bekommt. Genau. Und dann noch eine Karte habe ich gemacht und zwar ist das eine Hochzeitskarte. Ein Hoch auf die Liebe. Die ist jetzt wieder eben im Querformat. Querformat wäre natürlich auch schön mit einer Schleife zum Verschluss oder man könnte auch eine Banderole rumbasteln. Das habe ich jetzt nicht gemacht bisher, aber das wäre auch noch so eine Idee, dass man einfach eine Papierbanderole rummacht. Das wäre jetzt natürlich hier auch super gegangen mit den Herzen. Ich habe es jetzt hier auch mit einem Magnet verschlossen, weil ich einfach dieses Klickgeräusch von dem Magnet so schön finde, aber hier hätte sich natürlich die Banderole auch perfekt angeboten. Auch hier, wie ihr seht, wenn man das langsam aufmacht, zieht sich wieder dieser Bereich mit nach oben, bringt dann Glückwunschkarte, Geldschein, Gutschein, was auch immer man da reinpacken will, wieder mit hoch. Das ist einfach ein schöner Effekt, finde ich. Und auf der Rückseite wollte ich auch was anderes machen und habe hier ein bisschen diese abgeschrägten Elemente von der Innenseite mit aufgenommen. Also das habe ich immer ein bisschen anders gemacht. Hier habe ich jetzt diese Kante genommen und hinten dann eben diese eckigen Sachen. Das ist auch überall unterschiedlich. Und da habe ich als Spezial eben die Glückwunschkarte hinten reingemacht und einfach ein bisschen bestempelt. Herzlicher Glückwunsch, ein Schmetterlingchen draufgeklebt. Und was hier ein bisschen besonderer ist oder vielleicht auch mal noch was Neues, ist, dass ich diesen Einschub so gestaltet habe, dass ich auf die Rückseite eben die Bänder festgeklebt habe und das eine Band so locker außen rumlaufen habe lassen.
dass das so ein bisschen so schlangenförmig ist. Das fand ich, ist mal was anderes, lockert sich total schön auf und fand es irgendwie schön. Wichtig ist eigentlich nur, dass ihr dann aufpasst, wenn ihr die Innenkarte reinschiebt, dass sich da nichts verhakeln kann. Also ich habe das dann hinten tatsächlich abgeschnitten. Ich habe es nicht komplett rumgewickelt, sondern die alle abgeschnitten hinten und nochmal mit dem Klebeband oben drüber geklebt, dass da ja nichts irgendwie stocken kann. Wobei die Karte natürlich eh viel kleiner ist als dieses Einschubfach. Aber das ergibt sich dann mit der Zeit, also oder von alleine im Prinzip, wie ihr das handhaben wollt oder wie ihr das gestalten wollt. Aber so als kleine Idee noch, so ein bisschen was Lockeres. Genau. Dachte ich, zeige ich euch auch noch so eine Variante. Okay. Genau, die Idee mit der Banderole eben noch. Und jetzt habe ich noch eine Idee, die habe ich aber nicht in schön gebastelt. Die ist aus meinen beiden Prototypen entstanden. Hier an der Stelle gleich mal der Tipp. Ihr müsst euch vielleicht vorher entscheiden, je nachdem, was ihr für ein Designerpapier habt, ob ihr die Karte quer haben wollt oder hochkant. Jetzt bei den Vögelchen natürlich sollte das quer sein, dass es halt eben passt mit dem Verlauf. Und bei den Fahrrädern ganz klar sollte es eher so aufgehen. Wäre jetzt blöd, wenn man das so aufmacht. Und dann ist mir eingefallen, wenn man die Karte als Glückwunschkarte und Geldfach verwenden möchte, könnte man auch zwei Karten aneinander kleben. In dem Fall so, dass man das dann hier aufmachen kann und auf der Rückseite eben nochmal aufmachen kann oder dann in die andere Seite öffnen, je nachdem. So ist die Haptik irgendwie schöner, dass man das in diese beiden Seiten öffnen kann. Und man könnte hier innen noch ein Fach einbauen oder wenn man daraus eine Tasche machen will, auch einen Henkel hier innen reinkleben. So, also ganz schön viele Ideen zu einer Kartenform. Ich konnte da irgendwie nicht mehr aufhören. Und ich möchte euch auch noch kurz den Ideengeber dazu zeigen. Das war nämlich diese Karte. Ich habe mal beim Drogeriemarkt Bilder entwickeln lassen in so kleinen Streifenformaten und da war das eben so. Und da sind die Ideen entstanden. Ihr seht, ich habe das dann auseinandergebaut, habe es mir umgerechnet auf ein großes Maß und so ist die Idee entstanden zu dieser Karte. Genau. Noch eine kurze Sache, noch kurze Anmerkung ist, dass die vom Kartenformat etwas größer ist als die normalen Karten. Also die hat ein Grundmaß von 17 cm mal 12 cm in der Höhe. Also zum Versenden ist die ein bisschen größer als die normalen Standardsachen. Könnt ihr ein größeres Kuvert machen oder eben umrechnen auf ein kleineres Kartenformat. Aber ich wollte es extra größer haben, dass da viele Leute unterschreiben können. Genau, und jetzt legen wir einfach los mit der richtigen Anleitung und ja, ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß, dazu zum Schauen, auch wenn es jetzt viele Eindrücke sind oder viele Ideen. Manchmal braucht man ja eine bestimmte Karte und dann ist man froh, wenn man viele Ideen zu einer Karte bekommt oder auch mal eine andere Variante sieht, wenn einem die eine gar nicht gefällt oder so. Und ich habe so ein bisschen Deko schon vorbereitet, das sage ich euch dann aber nachher einfach im Video. Ich benutze jetzt als Grundkarte nochmal Olivgrün, weil ich das einfach irgendwie gerade eine richtig schöne Farbe finde für mich so. Das hat den Farbkarton, hat diese Bestellnummer hier unten. Und das Designerpapier, oh Gott, ich hoffe, ihr könnt es lesen, hat diese Bestellnummer und heißt Fröhlicher Wald. Das ist ein großes Designerpapier, 12x12 Inch. Würde ich euch bei der Karte auf jeden Fall empfehlen, so ein großes zu nehmen. Mit 6x6 passt es nicht ganz von den Maßen. Okay, also den olivgrünen Farbkarton schnappe ich mir in ganzer Länge und ganzer Größe. Also ich habe jetzt hier ein A4-Papier. Und schneide mir an der langen Seite, kürze ich mir den ganzen Farbkarton ein kleines bisschen ein, auf 26 cm. Also die lange Seite kürzen auf 26 und die 21 cm bleiben. Und jetzt falze ich mir den auch gleich und zwar einmal bei 7 cm. Also ich bleibe bei der langen Seite, die lange Seite liegt oben und ich falze es mir einmal bei 7 cm. Und einmal bei 19 cm, muss ich nochmal schnell ausklappen. Lege es mir hier an bei 19 und falls nochmal bei 19. Und ich nehme euch noch ein bisschen näher. Ihr seid irgendwie so weit weg heute. Genau, also das ist so der eine Teil, das ist meine Grundkarte. Ihr habt jetzt hier die beiden Falzlinien. Und jetzt lege ich mir die kurze Seite an, sodass mir die Falzlinien jetzt waagrecht vor mir liegen. Und lege mir das Ganze hier bei 2 cm auf der rechten Seite an. Und jetzt mache ich es so. Ich nehme mir erstmal meine Schneideklinge und schneide mir, ich habe jetzt hier die Zentimeter-Schiene hier anliegen. Also ich sehe jetzt bei 14 cm, von 14 cm schneide ich mir jetzt nach oben. Dann mache ich die Klappe auf.
und schneid jetzt nur von ganz unten bis zur ersten Falzlinie von unten. Genau. Und jetzt habe ich hier noch so ein kleines Stück, da ist nichts geschnitten. Da schnappe ich mir jetzt meine Falzlinie und falze mir dieses kleine Stückchen noch. Okay, also jetzt sieht das Ganze so aus. Ich habe von oben nach unten 14 cm. Rechts ist eben der Rand von 2 cm. Und habe hier bis zur ersten Falzlinie von unten geschnitten. Und diesen kleinen Teil habe ich gefalzt. Und jetzt mache ich es so, dass ich mir das Papier einfach einmal auf den Bauch drehe und das Gleiche nochmal mache. Das heißt, ich nehme wieder, lege es mir wieder hier oben bei 2 cm an. Nimm mir meine Schneidklinge und schneid ab 14 cm, hier bei 14 cm bis nach oben. Nimm sie mir wieder ein bisschen hoch und schneid nochmal von unten nur wieder bis zu meiner ersten Falzlinie hin. Und diesen kleinen Bereich, den ich jetzt noch habe, den nehme ich einfach wieder die Falzklinge und falze mir das Ganze. Jetzt sieht es so aus. Genau. Wenn ihr das jetzt nicht habt mit dieser Zentimetereinheit, sondern einfach die Inch, wie sie halt geliefert wird, könnt ihr euch das auch ausmessen. Ihr könnt jetzt so machen, dass ihr euch das einmal falzt bei 2 cm und euch dann einfach einen Punkt hinmacht. 14 cm von oben runter oder 5 cm von hier unten. Und dieser Falzlinie hoch ungefähr 5 cm, aber es muss nicht perfekt sein. Ihr könnt es auch nach Augenmaß zuschneiden oder ihr falzt euch das einfach und schneidet dann die Klebelaschen frei. Denn das, was ich jetzt gerade hier mache, das sind die Klebelaschen für den Verschluss der Karte. Und ob das jetzt ganz genau 5 cm von unten sind oder 14 von oben, das ist einfach, es muss nicht perfekt sein. Das ist jetzt nur als Anhaltspunkt für euch ganz gut vielleicht, dass man weiß, wo das ungefähr ist, diese Lasche, diese Klebelasche. Denn das sieht jetzt so aus, euer Papier hat jetzt rechts und links so eine kleine Lasche und die Karte können wir uns jetzt einfach schon mal nachfalzen. Ich schnappe mir jetzt mein Falzbein und falze mir jetzt einfach die Karte mal an den Falzkanten von oben nach unten, von unten nach oben. Und diese kleinen Öhrchen, die falze ich nach innen. So wird nämlich nachher einfach unsere Karte verschlossen. Ganz einfach. Genau. Also das ist hier die Grundkarte. Und jetzt machen wir noch den Mechanismus. Dafür habe ich mir jetzt ein Designerpapier ausgesucht aus diesem Papier, das ich euch gesagt habe. Und den schneide ich mir jetzt zu, also den habe ich schon zugeschnitten auf 21,5 cm mal 16,5 cm. Und zwar sind die 16,5 cm, dieser kürzere Teil, im Prinzip wichtig, wenn ihr einen Verlauf habt. So wie hier jetzt, ich möchte jetzt natürlich nicht, dass das Papier nachher auf dem Kopf steht, sondern ich habe jetzt hier eine Karte mit einem Verlauf oder einem Muster, das ich dann passend haben will. Wenn ihr nur ein Muster habt oder so, dann ist das völlig egal. Hier müsstet ihr euch eben einfach vorher überlegen, mache ich die Karte so, wie ich sie jetzt mache, also in diesem Querformat, oder möchte ich die Karte später eher hochkant machen? Da muss ich halt vielleicht ein Designerpapier nehmen, das keinen Musterverlauf hat oder mir das Papier dann eben so zurechtschneiden, dass es wieder passt vom Muster her. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich mache jetzt einfach eine ganz normale Querkarte. Am einfachsten ist es, wenn man gar kein Muster drin hat. Und nochmal ganz kurz, die Maße halte ich euch jetzt nochmal schnell rein. Also meine Grundkarte, mein Designerpapier, auch die Falzlinien sind hier beschrieben und das Designerpapier auf der Rückseite machen wir dann nochmal zusammen. Genau, und jetzt nehme ich auch hier wieder die 21,5 Seite, also die lange Seite, und falze mir das Ganze einmal bei 5,5 cm und bei 16 cm. 16 cm ist, wenn ihr das gleiche Brett habt wie ich, hier ganz genau an diesem Arm, der sich da ausklappt. Genau. Also hier sind wir vom Zuschnitt schon fertig.
Und jetzt kommt der Bereich, den ihr anwenden könnt, aber den ihr nicht machen müsst. Wenn ihr so Randstanzen habt und eine Stanzmaschine, bietet sich das natürlich auch an, dass man die dann benutzt. Und ich finde die sehr schön, weil die eben so einen bestickten Rahmen haben. Wenn ihr das aber nicht habt, könnt ihr das auch mit anderen Stanzen machen. Also ich benutze jetzt die Randstanzen, die heißen Stanzformen Basic Bordüren, haben diese Bestellnummer. Und jetzt muss ich nur entscheiden, welche ich nehme. Das ist irgendwie so mein Liebling. Den nehme ich. Das passt jetzt irgendwie verspielt zur Babykarte, finde ich. Aber ihr könnt genauso gut diese hier nehmen oder auch die anderen. Und wundert euch nicht, also die sind nicht ganz in der Breite von diesem Designerpapier. Die sind ein bisschen kürzer. Aber ich finde, das macht sich trotzdem sehr gut. Und wenn wir gerade bei den Stanzformen sind, ich habe den Verschluss sozusagen einmal in Designerpapier und einmal noch in Wildleder ausgestanzt. Der Wildleder ist jetzt nur, dass es ein bisschen stabiler ist. Könnte man auch in Weiß machen oder so oder in Grün in dem Fall, je nachdem, was zum Designerpapier passt. Die klebe ich nachher einfach aufeinander und das ist diese Stanzform hier aus den Mondblumen. Die heißen Stanzformen bezaubernde Etiketten und haben diese Bestellnummer. Das ist dann nachher mein Verschluss. Wenn ihr gerade am Stanzen seid, könnt ihr das gleich mitmachen. Oder wie gesagt, wenn ihr keine Stanzmaschine habt, ein großes Etikett ist auch gut. Okay. Also meine Karte lässt sich nachher so öffnen. Das heißt, das untere Teil hier ist dann das Teil, das diese Bordüre bekommt. Diesen kleinen Rand, der sich dann nach oben schiebt und wo ich dann hier so gestalte. Und deswegen lege ich das jetzt mal so vor mich hin. Lege mir meine Stanzform sehr nah an den Rand. Schau, dass das rechts und links den gleichen Abstand hat. Und klebe mir das jetzt mal mit dem Post-it fest. Okay, und jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr das stanzen wollt. Ihr dürft das natürlich jetzt nicht so durch die Stanzmaschine laufen lassen, weil sonst stanzt ihr euch die unteren Papiere durch. Das heißt, ich knicke mir das jetzt einfach mal so, dass das Ganze für sich alleine hier unten liegt. Und weil es von der Breite dann nicht durchgeht, knicke ich das obere auch so drüber. Sieht man das? Also hier sind meine Stanzformen und ich lege die Papiere hier so drüber. Und jetzt als Tipp, wichtig, wenn ihr das macht, finde ich, da drückt sich manchmal trotzdem dieser Rahmen von dieser Stanzform durch. Und deswegen habe ich mir jetzt hier, also so sieht das dann aus, das drückt sich dann auf euer Designerpapier. Um das zu vermeiden, lege ich mir jetzt hier ganz schön viele Reststreifen Papier drüber, über meine Stanzform, die ich einfach mit durchkurbel. So drückt sich dieser Abdruck auf mein Papier und nicht auf mein Designerpapier. Also hier unten ist die Stanzform, also das hier ist die Stanzform, das Papier kommt drüber und dann ist es ein bisschen eine Schonung für das Designerpapier obendrauf. Und so kurbel ich mir das jetzt einfach einmal durch meine Stanzmaschine durch. Das ist, wie gesagt, einfach nur Schmierpapier, das ich halt so als Reste habe. Und dann mache ich mir das hier wieder ab. Und dann sieht meine Stanzung so aus. Jetzt habe ich das natürlich hier rechts und links noch ein bisschen dran, weil die Stanze ja kleiner ist als das Papier. Und das kann ich mir einfach so abschrägen. Was ich auch cool finde, ist, das so gerade abzuschrägen oder schräg. Also das ist... Ich weiß gar nicht, ob man es sieht bei dieser Karte. Bei manchen Karten sieht man es irgendwie. Ich habe es mir einfach so verlängert. Ups. Einfach angeschrägt und an diese Stanzform angepasst. Und dass diese Stickung nicht bis zum Ende geht, das macht gar nichts aus. Okay. Ich glaube, das ist der trickigste Teil von der Karte, dass man da aufpasst, dass man das richtig stanzt. Genau. Und jetzt packe ich sie in meine richtige Form. Denn ich möchte das schöne Papier hier innen drin haben. Das heißt, ich knicke mir diese Falzlinie hier nach oben, falze mir das auch nochmal mit dem Falzbein nach. Und diese klappe ich auch nach unten, dann sieht das Ganze so aus. Genau, und jetzt müssen wir es nur noch zusammenbauen. Ein kurzer Tipp an dieser Stelle, wenn ihr so eine Tasche machen wollt, wie ich sie gemacht habe, bei meiner Tasche, ist dieser obere Teil länger. Da habe ich das mit dieser Spitze gemacht. Da ist dieser obere Teil etwas länger. Das sieht man hier an der Seite.
Und ich habe mir meine Henkelchen hier unten reingelegt. Also, dass man die dann nachher nicht sieht, habe ich die hier reingeschnitten. Da habe ich 1 Zentimeter von dieser Falzlinie mir abgemessen und ungefähr 1,5 Zentimeter nach innen mir eine Linie hingemacht, wo ich dann hier einen Schlitz reingeschnitten habe, hier und hier. Da dann das Band durchgefädelt habe. Und dann habe ich hinten und vorne auf diese innere Karte nochmal den gleichen Farbkarton geklebt, dass man das nachher nicht sieht. Weil wenn wir uns das nachher ankleben, ist dieser Teil nicht angeklebt mit Designerpapier und man sieht dann eben diese Henkel von der Tasche. Deswegen ist eben hier und hier hinten nochmal der gleiche Farbkarton draufgeklebt, dass der Henkel dann verschwunden ist. Das ist einfach so als kleinen Tipp, falls ihr auch eine Tasche machen wollt. An der Stelle könntet ihr das noch einfügen. Und da ist eben bei meiner Taschenkarte das Maß ein bisschen anders. Die Maße von der Taschenkarte würde ich euch am Ende des Videos nochmal sagen, zur Sicherheit, dass ihr das auch machen könnt mit Tasche. Genau. Okay, und jetzt ist es so, das war ganz cool, wir haben die Karte im Teamtreffen gemacht, gestern, im Online-Teamtreffen. Und dann war ich mir noch nicht ganz sicher mit dem Ankleben und da gab es eben von der Andrea den Tipp, dass man das auch an dieser Linie ausrichten kann. Und das machen wir jetzt. Also, ich schnappe mir jetzt mein Designerpapier und lege das so aufgefaltet, wie es danach hingehört, schon mal an meine Falzlinie hier unten an. Da, wo diese Öhrchen sind. Und zwar nicht ganz genau an die Falzlinie, sondern ich lasse so einen kleinen Abstand. Ich hoffe, das sieht man. Ich klappe jetzt die Karte schon mal so zu, wie sie nachher auch zugehört. So wird die nachher eingeklappt, klappt mir das auch drüber und lege mir das jetzt mal hier drauf. Und jetzt gucke ich mir ganz kurz so ein bisschen innen den Abstand an. Der ist jetzt bei mir perfekt, den möchte ich genauso haben. Das heißt, ich kann jetzt hier gleich den Kleber drauf machen und das dann so ankleben. Bevor ich das mache, zeige ich es euch nur mal ganz kurz zur Sicherheit. Also mein Designerpapier hat jetzt oben und unten ungefähr den gleichen Rand und liegt jetzt hier an meiner Falzkante nicht ganz an, sodass das hier auf jeden Fall noch ein bisschen Spiel hat. Also so ein paar Millimeter vielleicht weiter nach oben und wie gesagt hier oben und unten den gleichen Abstand. Und in dieser eingeklappten Form, das ist wichtig. Hier kommen dann die Laschen drüber, die halte ich fest und mache diese Lasche auch drüber. Jetzt klappe ich mir nochmal diese Lasche um, denn dieses Papier muss dahin kommen. Ich gucke mir nochmal kurz den Abstand an, das passt. Und mache jetzt hier auf diese Seite einfach meinen Flüssigkleber drauf. Und jetzt klappe ich einfach meinen Deckel hier runter. Streiche mir das schön glatt. Klappt mir das jetzt auf und dann seht ihr schon, funktioniert einwandfrei. Und hat hier oben einen schönen Rand außenrum, der mir ganz gut gefällt. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist, dass ich hier aufmache. Nochmal gucke, dass alles richtig liegt. Hier oben noch ein bisschen Kleber drauf mache auf meine Klebelaschen. Und mir noch diese Unterseite, diese untere Klappe von der Karte nach oben klappe. Fertig. Ich liebe diese Karte, die ist echt cool und die ist super schön. Da kann man nicht aufhören, gell? Das ist wieder so eine Karte. Fertig! Jetzt habt ihr diesen tollen Umschlag, könnt da Geld reinmachen oder Gutscheine oder was auch immer. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt kein Muster verlaut habt, könnt ihr das genauso gut auch hochkant oder so machen. Also einfach, wirklich und effektvoll finde ich und cool, weil da eben da sich noch was auftut. Und jetzt machen wir weiter mit der Deko. Wie gesagt, ich habe mir die zwei Stanzformen schon ausgestanzt für mein Etikett vorne. Die klebe ich mir jetzt dann nachher einfach genau passend übereinander. Mit Flüssigkleber am besten, dann kann ich noch ein bisschen ruckeln. Wenn es ein bisschen Umrandung gibt, ist auch irgendwie ganz cool, wenn es so durchschimmert, finde ich. Das mache ich gleich, dann liegt das nicht mehr so rum. Einfach mit ein bisschen Flüssigkleber. Das ist nur ein bisschen zur Stabilität, weil das ja aus Designerpapier ausgestanzt ist. Und dann schaut cool aus, wenn man da so ein bisschen was von dem Braun durchsieht, muss ich sagen. Seht ihr das überhaupt? Boah, hier sieht man es vielleicht ein bisschen. Wie so ein Schatten. Genau. Und dann habe ich mir aus diesem schönen Designerpapier einfach nur, da gibt es eins mit den ganzen Mustern drauf,
habe ich mir den Bären, den Schmetterling, den Fuchs, eine Blume, einen kleinen Vogel ausgeschnitten. Könnt ihr auch den Pilz nehmen oder die Eule zum Beispiel. Also da gibt es ganz schöne Sachen, die habe ich mir einfach mit der Hand ausgeschnitten. Und ihr seht, da sind auch so kleine Blümchen dabei, die man da ganz toll verwenden kann. Das wäre auch ein schönes Vögelchen. Oder hier noch die Eule. Die kann man eigentlich auf der ganzen Karte noch schön als Deko verteilen. Und braucht so keine Stanzformen dazu. Aber ich sehe gerade hier oben bei den Bären, würde ich mir gerne noch ein bisschen was nachschneiden. Ich habe das so ausgeschnitten, dass ich einfach einen kleinen Rand gelassen habe. Einen kleinen weißen Rand, dann ja, perfekt ist es nicht, aber ich finde das immer ganz süß. Das sieht doch nett aus, oder? Genau, und so habe ich es bei allen gemacht. Je nachdem, wie viel Deko ihr auf die Karte machen wollt, so viele Teile schneidet ihr euch aus. Und dann brauchen wir hinten drauf noch ein bisschen Deko. Da guckt ihr jetzt einfach mal, was ihr noch so übrig habt an Papier. Ich habe jetzt hier den Verlauf. Und möchte das noch ein bisschen schmaler haben. Also ich mache es jetzt auf 16. Normalerweise, gut, ihr hättet 16 mal 10,5. Das habe ich jetzt nicht ganz. Ich habe jetzt 16,5. Also ich schneide es mir jetzt auf 16 cm zu. Und lasse die Höhe einfach von der Höhe. Wo ist mein Lineal? Von der Höhe hat es jetzt bei mir 9 cm. Aber das ist egal. Das kann man dann so aufkleben, wie wir das wollen. Und dann würde ich gerne noch einen Streifen haben, der eben die gleiche Breite hat. Und zwar habe ich den 16 mal 2 cm geschnitten. Ich schneide mir jetzt erstmal einen Streifen mit 2 cm. Kürze mir den jetzt nochmal bei 16. Und lege mir das jetzt mal an, zum gucken, wie das ausschaut. Ach ja, das ist schön. Das passt schon dazu, das Graue. Kann man sich dann so ankleben oder eben auch noch ein bisschen vergrößern. Also so. Und da habe ich es jetzt auch so gemacht auf der Rückseite, dass ich nochmal die Stanzformen aufgegriffen habe. Diesen Teil, den klebe ich mir auch wieder erstmal an mit einem Post-it. Und zwar auch hier wieder gucke ich auf rechts und links. Seht ihr die Stanzform eigentlich? Dass das passt rechts und links und dann möglichst weit unten und kurbel mir dann diesen einen Teil einfach nochmal durch die Maschine durch. Ich finde, das ist so ein schöner Abschluss, auch wenn es nicht ganz durchgeht. Das macht sich, finde ich, sehr gut. Gefällt mir besser, wie wenn es bis zur Ecke geschnörkelt wäre, glaube ich. Okay, und jetzt klebe ich mir das einfach so ein bisschen an, wie es mir gefällt. Ich glaube, ich verlängere das so ein bisschen mein Element, so ungefähr. Das heißt, ich mache mir hier unten so einen kleinen Streifen Kleber. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu nah an der Kamera bin, oder? Aber das sieht jetzt hier noch ein bisschen raus. Dass es dann ungefähr die Seite nicht ganz füllt, aber so ein bisschen passt. Also wenn ihr euch das zuschneidet auf das Maß 16 mal 10,5 und 16 mal 2 passt es genau. Und bei mir war halt der eine Streifen nur 9 cm, deswegen habe ich es mir jetzt noch ein bisschen verlängert optisch. Und hier mache ich es jetzt so, bevor ich das anklebe, habe ich gedacht, da könnte man noch ein bisschen hier mit Kordel arbeiten. Und das mache ich jetzt hier, dass ich mir einfach ein paar Mal die Kordel außen rum wickel, mir dann noch so ein kleines Schleifchen hin mache. Ich gucke jetzt mal, ob ich ein echtes Schleifchen mache oder ob ich es fake. Meistens fake ich die Schleifchen. Faken heißt in dem Fall, dass ich einfach mir ein Schleifchen extra binde und das dann dahin klebe. Und nur die Schnüre anklebe, aber jetzt probiere ich es mal mit richtigen Schleifchen. Wie weit soll es hoch? Hier ungefähr.
Am besten mit einem kleinen Knoten, dann geht das besser. Und dann kann man das Ganze einfach flach hier hinten drauf kleben. Ich mache das manchmal noch, dass ich mir das noch ein bisschen hinten auf der Rückseite spanne und einfach mit dem Klebeband nochmal fixiere, dass das nicht so ganz locker ist. Wobei das hier ganz witzig ist, weil es ja hier unten in diesen Bögen ganz gut festzumachen ist, gell? Da sind ja diese kleinen Bögen von den Stanzformen. Da kann man in jeden Bogen ein Schnürchen reinspannen. Ganz süß. Ich glaube, das bräuchte jetzt gar nicht mehr, aber jetzt habe ich schon das Klebeband in der Hand. Genau, und jetzt einfach mit Flüssigkleber. Einmal drüber und los geht's. Süß von hinten auch. Ist irgendwie einfach nett. Ja, passt. Da kommt noch ein bisschen Schmetterling nachher noch hin und dann ist das fertig. Und vorne drauf kommt mein kleiner Bär und dieses schöne Etikett. Mal gucken, ob ich das mit Abstand aufgeklebt habe. Nee, das habe ich flach aufgeklebt. Da mache ich es jetzt so, dass ich mir zuerst meinen Bären drauf decke. Der kann natürlich auch hier unten so ein bisschen durchgucken mit die Füße. Und den habe ich mir schon mit Abstandspads aufgeklebt. Hier habe ich den Schmetterling dran gelassen. Bei dem anderen habe ich den weggemacht. Ich fand das eigentlich ganz nett, dass der den hier so fängt. Der marschiert da so durch. Dann hat er seinen kleinen Fuchsfreund dabei. Und dann habe ich jetzt hier noch so ein Blümchen, das könnte der entweder in der Hand halten, aber ich habe auch noch ein Vögelchen, wo gehe ich denn das noch hin? Ich gedacht, ob das auf dem Fuchs mitkommt. Wäre eigentlich schon witzig, oder? Mache ich mir hier hinten einfach so ein durchgeschnitten ist der Mensch halt drauf. Das kleine Vögelchen darf so ein bisschen auf dem Fuchs sich ausruhen und mitkommen. Und hier machen wir noch ein Blümchen im Hintergrund. Das sieht man ja auch nur bei ganz naher Betrachtung. Das weiß man ja sonst gar nicht. Da denkt man ja, das ist auf dem Designerpapier. Aber ihr wisst es ja, manchmal muss man halt so kleine. Für die, wo die Karte genau anschauen, ist eben sowas ganz schön. Kleines dieses Etikett. Ich finde es echt so knuffig. Und jetzt habe ich es so gemacht, dass ich mir hier hinten den Magnetverschluss drauf gemacht habe und zwar auf die untere Hälfte. Ich habe mir da mal, oh, ist schon lange her, Magnete bestellt. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber ich finde die cool, weil die genau auf die Glue-Dots passen von der Größe. Steht auch nicht dran, was die für einen Durchmesser haben, oder? Haben die als Durchmesser. Jetzt klebe ich mir einfach einen. Ich habe mir jetzt die als Paar zusammengelassen. Klebe mir das auf den Blue Dot. Lass die immer noch zusammen und klebe die andere Seite auch einfach so an. Jetzt habe ich meine Magnete zusammen und oben und unten so einen kleinen Klebepunkt. Mal gut andrücken und hoffen, dass der Klebepunkt dran bleibt. Und das Ganze klebe ich jetzt einfach hier unten rein, an den unteren Bereich. Da setze ich jetzt auch einfach den anderen Magneten drauf. Also der kommt schon alleine richtig drauf und hat jetzt quasi hier den Kleber.
Und dann mache ich mir hier oben in den oberen Bereich ein bisschen Flüssigkleber. Und klebe mir das Ganze jetzt möglichst mittig auf. Drücke es mir an. Und durch das, dass ich jetzt den Magneten schon dran gebaut habe, kann ich das jetzt hier öffnen. Und das sitzt dann schon an der richtigen Stelle. Schön, oder? Schönes Geräusch. Okay, und das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist ein bisschen Verzierung mit den kleinen süßen Schmetterlingen. Die haben diese Bestellnummer. Die finde ich toll. Die sind so schön fein und zart. Und die mag ich einfach gern. Die kann man für so viele Sachen benutzen. Und das ist übrigens auch eine sehr neutrale Babykarte. Also ihr könnt das für Mädchen und Jungs verwenden. Das ist ganz süß. Und da ist natürlich auch ein kleiner Schmetterling. Das passt jetzt auch ganz gut. Genau, die verteile ich hier einfach so ein bisschen. Hier unten rum habe ich in so einem Halbkreis auch noch drei gesetzt. Das fand ich sehr schön, auch wenn man die Karte nachher aufmacht. Das ist vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, wenn ihr das hier vorne beklebt. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet die ganz anders gestalten, die Karte. Und möchtet hier vorne zum Beispiel unten ein Designerpapier aufbringen, dass es halt dann passt mit der oberen Hälfte. Dass man das halt innen und außen sieht. Zum Beispiel hier habe ich es ja bei der Tasche so gemacht. Und da hatte ich Glück, weil eine ganz kleine Ecke sieht man von dem anderen Papier durch. Aber ich wollte halt hier so ein kleines zusätzliches Fach machen. Dann könnt ihr das natürlich auch hier unten bekleben. Genau, und auf der Rückseite habe ich auch noch zwei Schmetterlinge hingemacht und dann war es das schon an Deko. Und schon ist meine Karte fertig. Ah, nein, nicht ganz. Ein Schleifchen machen wir noch. Heute ist Schleifentag. Aber die wird jetzt direkt in der Hand gebunden. Das finde ich jetzt irgendwie immer leichter. Kann man sie besser hinzuppeln. Aber die Kordeln, finde ich, sind zum Schleifen machen eigentlich eh ganz gut. Und da mache ich es jetzt so, also da ist wirklich nicht viel Platz für dieses Schleifchen hinten dran, für diese kleine Kordel. Da schneide ich mir ein Glue-Dot in der Mitte durch. Ich nehme jetzt auch noch den kleineren Teil von meinem Schnipsel und knubbel mir den zu so einem kleinen Bollerchen zusammen und klebe das unter dieses Knötchen von meinem kleinen Schleifchen. Dann sieht man nämlich nichts mehr. Und das mache ich jetzt hier unten einfach noch hin. Jetzt ist meine Karte aber wirklich fertig, oder? Habe ich was vergessen? Hier habe ich nur so einen kleinen Pilz gemacht. Bei meiner ersten Karte. Hier habe ich noch einen kleinen Schmetterling hingeklebt. Also das könnt ihr alle machen, wie ihr wollt. Ja, würde jetzt hier ganz gut hinpassen. Vielleicht schneide ich mir nachher nur einen aus. Aber ihr wisst jetzt, wie die Karte funktioniert. Und ich finde, die ist wirklich total süß. Mache ich jetzt mal ein bisschen wieder raus, dass ihr ein bisschen mehr von diesem Chaos hier seht. Also meine zwei süßen Babykarten. Ich finde die ganz toll. Und man braucht manchmal auch eben so ein Fach für einen größeren Gutschein. Das ist natürlich auch cool. Von der Größe her könnt ihr hier, ich würde sagen, locker 15 cm reinnehmen als Gutschein. Und die kann auch 10 cm hoch sein, die Gutscheinkarte. Oder wenn ihr da eine Glückswunschkarte reinmachen wollt, das geht natürlich genauso. Habt ihr das als gutes Maß. Okay. Und jetzt habe ich gedacht, zeige ich euch noch oder sage euch noch so ein paar Maße von meiner Tasche, wenn ihr die Tasche machen wollt. Die Tricks und Tipps, glaube ich, habe ich euch schon alle gesagt, hoffentlich. Ein bisschen Platz machen. Also die Tasche, ich hoffe, ihr könnt es lesen und habt da schon ein bisschen was hingestempelt. Die Tasche hat eine Grundkarte von A4 mal 17 cm und ihr faltet die lange Seite bei 6 und bei 18 cm. Dann habt ihr hier noch so ein Reststück von 11. Könnt euch das dann hier eben mit so einer Randstanze schön abstanzen. Und auch hier ist es so, da müsst ihr wieder gucken, wie ihr das stanzt, dass ihr das in der Maschine durchkriegt. Hier habe ich jetzt auch zum Beispiel keine Bögen zwischen reingelegt, keine Papiere. Das hat sich durchgedrückt, aber das ist in diesem Fall egal gewesen, weil ich ja hier sowieso nochmal eine
eine Mattung draufgesetzt habe bei beiden Seiten. Aber hier hatte ich die Abdrücke dran. Die habe ich dann eben mit dieser ganzen Zierde weggemacht. Auch hier zum Beispiel, dieses Fach ist entstanden, weil ich hier den Abdruck hatte von der Stanzung. Aber wie gesagt, macht ruhig den Tipp mit diesen Papierstreifen, die ihr da drauf legt. Dann habt ihr da keine Abdrücke drauf und dann könnt ihr da auch komplett frei das Ganze designen, wie ihr wollt. Dann haben wir die Innenkarte, die hat das Maß 22 x 16,5 cm, also dieser Mechanismus. Und das ist gefalzt bei 4,5 und bei 13,5. Also 4,5 ist dieser Bereich hier unten. Dann habe ich dann auch nochmal mit der Randstanze gestanzt. Dann ist das ein bisschen kleiner geworden, aber 4,5, da kann man die Stanze dann noch ganz gut anlegen. Ja, ist ziemlich genau 4,5. Also habe ich sehr, sehr nah angelegt. Dann ist das Mittelteil eben bei 13,5 gefalzt. Und ihr habt dann hier, müsst ihr ein bisschen gucken mit der Randstanze, wie das passt. Also ich habe mir das dann hingelegt, das Papier. Das war ja dann auch noch ein bisschen größer, meine ich. Also wenn ich es richtig weiß, ich habe es schon wieder ein bisschen hier. Wo ist meine Stanze? Hier. Also wenn ihr dann den Innenteil habt, dann orientiert ihr euch an der äußeren Kante. Ich habe so gemacht, ich habe das Papier dann hier drunter gelegt und habe mir mit einem Strich auf mein Designerpapier diese Umrandung von meiner Grundkarte gemacht. Und da habe ich dann eben an diese Umrandung mich orientiert und habe da meine Stanzform angelegt. Hier habe ich es auch so gemacht, dass ich die Mitte wirklich markiert habe und dass ich es dann nicht mit Augenmaß gestanzt habe, sondern dass der Mittelpunkt wirklich dann auch in der Mitte ist. Genau. Und ansonsten sollte das ganz genauso funktionieren, hoffe ich. Wenn nicht, müsst ihr ein bisschen rumfummeln. Ich habe das, wie gesagt, schon ein bisschen gebastelt und hoffe, dass ich jetzt alle Maße und so richtig habe. Aber ich habe es nochmal abgemessen, also es müsste passen von der Größe. Bei mir ist es immer so, ich entwickle was und währenddessen verändere ich immer irgendwas und dann weiß ich immer nicht mehr, welche Maße waren eigentlich die richtigen Maße. Also ich hoffe, es passt. Ich lege es jetzt hier mal an, also das hat ungefähr 8 cm bis da hoch. 8,1 cm. Ansonsten als Tipps und Tricks bei der Karte. Hier könntet ihr den Magneten hier unten verstecken unter dem Designerpapier, dass ihr den da reinklebt. Aber ich fand es eigentlich bei einer Tasche gerade cool, dass man eben den Verschluss auch sieht. Das ist ja bei der Handtasche genauso. Und wie gesagt, ich habe eben diese Schlitze reingemacht für dieses Band von der Tasche, für den Bügel. Und habe hier und innen über diese beiden, über diesen Träger, dieses Papier nochmal drüber gelegt in der Mattung. Und zwar habe ich das ganz normal einfach ein bisschen kleiner geschnitten. Das ist 11,5 mal 16,5 cm innen und außen gleich. Und ich habe die wirklich gut festgeklebt. Also ich habe die Schlitze reingemacht, dann habe ich das durchgefädelt und dann mit Klebeband überklebt, dass es wirklich hält. Also ich habe da gleich 3 Klebebänder untereinander gemacht, dass das wirklich passt und dass es dann stabil ist einigermaßen. Also gut, man verreißt es ja nicht, aber trotzdem. Entschuldigung, jetzt bin ich an der Kamera hängen geblieben. Hier unten hat der Streifen 3 cm in der Höhe, wenn ihr den genauso machen wollt. Und in der Breite ist der genauso wie diese Mattung vom Farbkarton 16,5. Und hier, dieser Streifen ist auch 16,5 in der Breite und in der Höhe 3,5. Und wenn ihr euch den nur hier und unten und an der Seite mit Klebeband oder mit Flüssigkleber anklebt, habt ihr natürlich nochmal so ein Fach, wo ihr noch was reinpacken könnt, wenn ihr wollt. Ich gucke es nochmal an, ob mir noch was einfällt. Ja, hier vielleicht noch, wobei sich das alles, das könnt ihr alles nach eurer Tasche richten. Das ist jetzt 13 cm mal 9,5 cm, diese Grundkarte. Ich habe das aber mit diesen bestickten Rechtecken gemacht, also dass das auch noch so ein bisschen Rand hat. Genau, dann noch so ein kleines Etikett hin und das war's. Ein bisschen bestempelt, Sprüche, da nehmt ihr, was ihr habt und dann kann die so verschenkt werden. Ich finde die total cool. Also ich hoffe, es gefällt euch auch. Ist mal was anderes und ihr habt jetzt hier wirklich viele Ideen, wie ihr das gestalten könnt. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat und die Idee, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Da freue ich mich immer drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Kreativiert was Neues. Tschüss.